Zonenbezirk. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Wenn aus dem Reiche der Sabäer die Wüstenwinde wehen und sandgetränkte Fantasien so glühend auferstehen, wenn zwischen Zedern und Akazien das Morgenrot erwacht und Dattelpalmen sinnlich träumen von einer süßen Nacht, wenn dann das Herz der Rubba al-Khali. Hier muss ich vielleicht kurz unterbrechen, für den Fall, dass sich nun einige fragen, was ist denn die Rubba al-Khali? Diese Frage habe ich mir anfangs auch gestellt, aber mich im Internet schlau gemacht. Also die Rubba al-Khali ist die 780.000 Quadratkilometer, die größte Sandwüste der Erde. Und Rubba al-Khali bedeutet übersetzt leeres Viertel. Also, wenn dann das Herz der Rubba al-Khali im Takt der Dünen schlägt, bis durstgeplagt ein Weihrauchbäumchen den Zweig gen Himmel regt, wenn dann von Maskat bis nach Dhofar ein Nebelschleier zieht, der mit verspielten Regentropfen vor dem Passatwind flieht, wenn jedes Wadi nach Jasmin riecht, halt ich die Welt kurz an. Nur so für ein paar tausend Jahre. So schön ist im Oman.